Moin Moin und herzlich willkommen bei Turn-On. Mein Name ist Meru, das ist Linus und wir unterhalten uns heute über Hundetracker, oder? Was sagst du dazu? Ja. Fitness-Tracker für Menschen kennen wir natürlich alle, aber was ist eigentlich mit dem vierbeinigen besten Freund, so wie Linus, der da hinten rumtollt? Es gibt natürlich auch Hundetracker und die sind gar nicht so uninteressant. Wir gucken uns heute mal zwei Modelle an. Wir fangen an mit PitPat 2, also das zweite Modell von PitPat. Der sieht so aus und dazu gibt es natürlich eine passende App. Das Ganze erfasst die Bewegung eines Hundes bzw. so seinen Fitnessstatus auch ein bisschen. Du kannst messen, hat er sich genug bewegt heute, wie ist das über die ganze Woche so verlaufen und so weiter und so fort. Nachher gucken wir uns auch noch ein anderes Produkt an, was dann auch noch sowas macht wie GPS-Tracking. Also für Leute, die ihren Hund ab und zu mal vermissen. Das gucken wir uns aber später an, das kann PitPat 2 nicht. Also, wir gehen jetzt mal zu Linus und legen ihm das Ding an und dann zeige ich mal, wie das Ganze funktioniert. Das ist also PitPat 2, der kleine Tracker. Wenn man hier auf diesen Knopf drückt, dann leuchtet es mal kurz rot, dann synchronisiert sich das auch mit der App. Das zeige ich aber gleich noch. Ich bringe es jetzt erstmal an Linus' Halsband an. Das ist hier, einfach mit so einem kleinen Klettverschluss wird das befestigt. Muss man natürlich gucken, dass man seine Haare nicht einklemmt. Aber das ist leicht gemacht, das Teil wiegt auch nicht besonders viel, behindert ihn also auch nicht. So, dann geht's los. Während Linus jetzt hier rumläuft, gucken wir uns mal zusammen die App an. Das ist nämlich die PitPat-App, um die es jetzt eigentlich geht. Weil immer wenn ich an dem Halsband bzw. an dem Tracker so den Knopf drücke, dann wird das synchronisiert mit diesem Gerät. Und ich kann dann so ein bisschen schauen, was hat mein Hund so geleistet in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Zuerst mal muss ich aber hier anlegen, was für einen Hund ich überhaupt habe. Das ist in diesem Fall hier dieses Profil. Da steht der Name drin, Linus, klar. Es ist ein Bearded Collie. Sein Geburtstag ist im Dezember 2017, männlich. Er ist nicht kastriert. Er wiegt 20 Kilo. Das Gewicht ist natürlich wichtig, damit die App jetzt uns einen Vorschlag machen kann, wie viel Bewegung Linus so braucht täglich. Hier steht jetzt 90 Minuten, sollte er so ungefähr jeden Tag sich bewegen. Wir haben es auch getestet mit einem ausgedachten älteren Hund, der ein bisschen mehr Gewicht hat. Da wurde dann auch was anderes vorgeschlagen. Also ist jetzt relativ hilfreich für Leute, die nicht so genau wissen, wie viel Bewegung braucht mein Hund eigentlich unterm Strich. Gut, habe ich das jetzt alles eingegeben und kenne mein Ziel, dann kann ich hier auf Schließen gehen und bekomme jetzt hier die tägliche Aktivität angezeigt. Das ist hier zum Beispiel eine Bewegung von insgesamt 110 Minuten am Tag gewesen. Am Samstag war das. Das ist angeordnet wie so eine kleine Pfote mit so verschiedenen Werten. Das ist Laufen, Rennen, Spielen. Dann gibt es hier noch einen Wert für Ausruhen. Also da hat er rumgelegen. Für 17,3 Stunden hat er rumgelegen. Meine Güte. Für 4,9 Stunden ist er geschlendert. So. Das ist natürlich ganz interessant. Weil, also Schlendern ist übrigens so ein bisschen so rumschlawenzeln, ein bisschen sich umgucken und so. Das ist also schon Bewegung, aber jetzt nicht so richtig krass. Also denn, wenn ich das geschafft habe, das Ziel, gibt hier einen Text, da steht, so wird's gemacht. Das ist gut gewesen an diesem Tag. Die Kalorien, die verbrannt wurden, stehen hier und die Strecke, die er gelaufen hat. Ganz interessant. Und natürlich habe ich hier eine Anzeige sämtlicher Tage im Februar. Da kann ich so durchgucken. Die Tage, an denen das Bewegungsziel erreicht wurde, sind türkis. Die, wo es noch nicht so richtig cool war, sind orange dargestellt. Hier kriegt man dann so Sterne. Und das ist ein bisschen was, worum es bei dieser App insgesamt geht. Das ist so Gamification. Also das ganze Prinzip Bewegung wird so ein bisschen als Spiel dargestellt. Ich kann Abzeichen mir zum Beispiel verdienen. Wie zum Beispiel ein Marathon, die Länge der Oxford Street oder ein Spaziergang den Snowden hoch. Das sind alles britische Begriffe und beziehungsweise Lokalitäten, die als Vergleich genommen werden. Denn das Produkt kommt aus England. Also insofern wundert euch nicht, dass da jetzt keine Hamburger oder Berliner Orte angegeben werden. Hier zum Beispiel die Länge der Themse ist er da einmal gelaufen. Und man sammelt also so Abzeichen, um sich, um das Ganze so ein bisschen auch spielerisch darzustellen, um ein bisschen motiviert zu werden und Motivation auch für den Hund zu finden. Also, für wen ist das was? Leute, die ohnehin schon einen relativ fitten Hund haben, der jetzt nicht so Gewichtsprobleme hat, ja, die werden wahrscheinlich das als nettes Add-on empfinden. Interessanter ist es wahrscheinlich für Leute, die einen Hund haben, der so ein bisschen, wie soll man sagen, schwerer ist, viel Bewegung braucht und man sich selbst nicht so ganz sicher ist, wie viel muss ich eigentlich mit diesem Hund so täglich erledigen bzw. ihn auf die Beine bekommen, damit er dann auch gesund ist. Also solche Leute könnten sich auf jeden Fall PitPat mal genauer anschauen. Viele Leute möchten mit diesem Tracker aber ihren Hund tatsächlich auch wirklich tracken, also wiederfinden, wenn er zum Beispiel abgehauen ist. Das kann PitPat nicht, aber TrackTiff kann das. Das ist ein anderes Gerät, das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist ein bisschen massiver, aber auch ein bisschen robuster. Dafür hat es so einen Gummiverschluss. Ich mache das jetzt mal an Linus ran, der ab und zu ein bisschen störend sein kann, wenn man einen Hund hat wie Linus, der sehr viele Haare hat, weil die verklemmen sich dann eher mal in diesem Ding. Aber wenn er jetzt nicht wegfliegt, ja, hat geklappt. Er ist dran. Also, wir gucken jetzt mal in die App.
Auch in der Tractive-App kann man so ein bisschen die Aktivität von dem Hund sich anschauen. Deswegen heißt sie auch Tractive, ne, wie aktiv. Das ist aber gar nicht der Fokus von diesem ganzen Ding. Das ist auch nicht so das herausragende Feature. Also es ist bei der PitPat-App auf jeden Fall schon besser dargestellt. Hier geht es tatsächlich darum, den Hund zu tracken, also wiederzufinden. Ganz wichtig, wenn ihr euch so ein Tractive-Ding holt, müsst ihr auch ein Abo abschließen. Und zwar müsst ihr so ungefähr 50 Euro im Jahr einplanen dafür, denn da ist eine SIM-Karte drin, die quasi die Verbindung zu den GPS-Satelliten herstellt, damit das Tier auch gefunden werden kann. Es gibt auch für 60 Euro ein Jahresabo für weltweites Tracking. Also das 50-Euro-Abo gilt nur für Deutschland natürlich. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier die Karte und da sehen wir, wo Linus sich befindet. Ich kann jetzt hier auf so eine Art Live-Modus schalten. Dann wird das direkt jetzt quasi live dargestellt, wo er sich hinbewegt. Das bedeutet, man sieht so ungefähr, der Hund rennt jetzt da und da und dahin. Also besonders weit hat er sich jetzt bis jetzt noch nicht entfernt. Das verbraucht dann aber auch mehr Akku. Das Gerät muss man so ungefähr einmal die Woche aufladen. Je öfter man diesen Live-Modus aktiviert, wo natürlich die Abfrage viel öfter passiert, desto mehr Batterie wird verbraucht. So. Dieser Live-Modus wird dann auch automatisch nach, ich glaube, 2 Minuten wieder abgestellt, damit ein bisschen an Energie gespart wird. Wichtig ist, wenn man dieses Gerät benutzt und der Hund befindet sich in einem Haus, dann funktioniert das GPS-Tracking nicht so richtig optimal. Das ist deswegen wichtig, weil man kann auch so eine Art Safe-Zone einstellen, also so eine Art Auslaufzone in der App, die man so markiert auf der Karte, in der Hund sich bewegen darf. Wenn man dann halt meinetwegen einkaufen geht und der Hund bleibt zu Hause und man erhofft sich eine Meldung, wenn der Hund dann abhaut, dann ist das im Haus nicht so gut, weil ihr kennt das vielleicht von GPS-Signalen auch auf dem Handy von euch selbst oder so, dann ist die Anzeige irgendwie so ein bisschen ungenau und plötzlich ist der Hund dann im Wasser drin. Das hatten wir jetzt hier irgendwie am Hafen gerade, dass der Hund dann plötzlich angeblich schwimmt, da hinten irgendwo in der Elbe, was aber nicht stimmt. Ja, das ist manchmal so ein bisschen problematisch in Gebäuden. Draußen funktioniert es ganz gut. Problem ist, es geht um Netzabdeckung mit der SIM-Karte. Wenn ihr nämlich auf dem Land lebt, wo das natürlich auch sein kann, dass euer Hund mal abhaut und da ist kein Netz, dann kriegt ihr auch keine richtige Anzeige von diesem System. Das ist ein bisschen ich sag mal suboptimal für Leute, die halt Hunde haben, die sowieso viel Auslauffläche haben und die sich öfters mal verirren oder so. Dennoch, ich glaube, es gibt viele Leute, die Hunde haben, die einen sehr hohen Freiheitsdrang haben, die in der Stadt leben oder irgendwo, wo viel Netzabdeckung ist und die das sehr gut gebrauchen können. Also überlegt euch das, 50 Euro im Jahr, das ist einigermaßen okay. Bei 60 wären es halt so 5 Euro im Monat. Das kann einem das Ganze schon wert sein. Also Tractive für dieses Anwendungsgebiet sehr gut, würde ich mal sagen. Tractive kostet auch so 45 bis 50 Euro, PitPat 50 Euro. Denkt daran, es gibt ab und zu Jahresgebühren bei solchen Geräten, hat aber seinen Sinn, wenn man einen Hund hat, der öfters mal abhaut oder einen Hund, der halt ein bisschen übergewichtig ist und Bewegung braucht. Linus, was sagst du, welches hat dir besonders gut gefallen? Okay, ich glaube, er fand beide ziemlich gut. Wir beide gehen uns jetzt bewegen, weil das ist immer gesund für einen. Und ich finde, ich brauche auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Wärme durch Bewegung. Ne? Also, du machst das vor, mein Handschuh ist weg. Egal. Tschüss.